Musik- und Lichtshow in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Schwabach. Mit Kameras und jeder Menge Technik wird die Kirche zum Filmstudio. Die Hauptabteilung Jugend, Berufung und Evangelisierung im Bistum Eichstätt hat zu einem Pfingstfestival für Jugendliche eingeladen. Kaplan Sebastian Stanzlik und sein Team aus rund 40 Jugendlichen, Haupt- und Ehrenamtlichen, bringen das Pfingstfest per Online-Stream zu den Menschen nach Hause. Wir senden bei Pfingsten 21 einen Livestream von Freitagabend bis Sonntagnachmittag, also in der Nacht nicht, aber tagsüber. Und zusätzlich haben wir vor Ort Locations, also Orte, wo Teile unseres Programms vor Ort stattfinden. 16 Orte insgesamt, die das aufgegriffen haben, diese Idee. Im Livestream gibt es Gottesdienst, es gibt Glaubensimpulse, es gibt verschiedene andere Dinge, die da sind, Glaubenszeugnisse. Und die werden wir ausstrahlen. Es gibt Gesprächsrunden dann auch über Zoom-Meetings, Workshops, verschiedene Dinge, die wir da gemacht haben. Das ganze Pfingstwochenende kann man den Livestream auf der Homepage jugendpfingsten.de verfolgen. Daneben gibt es Content auf den Social-Media-Kanälen. In moderierten Interviews setzen sich die jungen Erwachsenen mit ihrem Glauben auseinander. Ziel ist es, den Heiligen Geist trotz der Einschränkungen durch Corona spürbar zu machen. Unter dem Motto Holy Spirit Everywhere. Wir wollen einfach zeigen, das, was wir in unserem eigenen Leben erleben, dass der Heilige Geist das größte Geschenk überhaupt ist an uns persönlich. Und das wollen wir einfach den Jugendlichen heute einmal mehr mitgeben an diesem Wochenende. Weil wir glauben einfach daran, wenn wir beten, dass Gott uns den Heiligen Geist aus der Höhe herunter schickt. Und wir wollen da einfach ja, Erweckung sehen über unser Bistum hinaus. Und wir wollen einfach, dass Jugendliche sich connected fühlen. Diese Verbundenheit sollen auch die Menschen in den Pfarreien spüren. Deshalb gibt es beim Pfingstfestival Aktionen vor Ort, also on location. In der Pfarrkirche in Rednitz-Hembach laden die Ministrantinnen und Ministranten um die Organisatorinnen Carmen Grimm und Anna Hauenstein zu einer Anbetung ein. Wir haben so einen Abend der Barmherzigkeit, also dieses Jahr heißt es Saturday Evening. Und also am Abend machen wir jetzt dann ab 20 Uhr erstmal eine eucharistische Anbetung mit Lobpreis auch. Und es werden zwischendurch auch so besinnliche Texte vorgelesen, damit man einfach zu Gott finden kann, mit Gott reden kann. Es gibt die Möglichkeit auch für sich beten zu lassen, wenn das jemand möchte. Bei stimmungsvoller Musik und Kerzenschein kommt Atmosphäre auf. Während der Anbetung wird das Allerheiligste in einer Monstranz ausgesetzt. Auf kleinen Gebetszetteln können die Gläubigen ihre Anliegen aufschreiben und vor Gott tragen. Die Ideen und das Pfingstfestival kommen gut an. Die Musik fand ich sehr stimmungsvoll und diese Anbetungslieder, die gehen halt ins Herz, muss ich sagen. Da ist man auch sofort dabei, ein wenig mitzuschwingen. Ich finde es allgemein super schön. Ich finde die Möglichkeit einfach super schön, dass wir uns auch jetzt während Corona einfach verbinden können über einen Livestream. Ich fand auch die Location jetzt richtig schön. Ich fand die Kirche richtig schön beleuchtet. Ich finde, das hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Mir hat es sehr gut gefallen mit der Musik, weil das auch einfach so eine positive Energie ausgeströmt hat und man jetzt hier auch sehr gut zur Ruhe kommen konnte. Den Heiligen Geist zu den Menschen bringen. Das haben die Jugendlichen mit dem Pfingstfestival 2021 auf jeden Fall geschafft. Ob virtuell mit Livestreams oder kreativen Ideen vor Ort.